Ein Großbrand im März dieses Jahres im Neckar-Odenwald-Kreis. Die Luftbilder dieses Ereignisses sind dabei nicht nur für die mediale Berichterstattung von Bedeutung, sie können auch bei der Rettung und Kontrolle eines solchen Unglücks eine große Rolle spielen. Der Kreis weiß um dessen Bedeutung. Wenige Wochen liegt dieser fürchterliche Großbrand im Neckar-Odenwald-Zentrum zurück. Also wo das ein ganz klassischer Einsatzfall für eine solche Drohne war, um aus der Luft einmal Glutnester identifizieren zu können. Möglich sind solche Aufnahmen durch spezielle Drohnen. Die erste davon ist heute in Moosbach übergeben worden. Die ferngesteuerte Drohne selbst ist ein kleines technisches Wunderwerk mit einer Vielzahl an Funktionen. Das Modell als solches hat eine optimale Flugzeit von 55 Minuten mit den eingesetzten Akkupacks rechts und links an der Seite. Variiert natürlich nach Wetterlage, Windverhältnis und wo die Drohne dann entsprechend gegensteuern kann. Ihre hochauflösende Kamera mit einem 200-fachen Zoom ist zudem um 360 Grad in allen Achsen drehbar. Ein hochsensibler Radar sorgt für eine optimale Hinderniserkennung. Satte 38.000 Euro musste der Landkreis dafür ausgeben. Neben der Drohne per se wurden dadurch aber auch noch weiteres Equipment und intensive Schulungen finanziert. Eine solche Einsatzdrohne darf nicht etwa von jedermann geflogen werden. Für einen Pilotenschein müssen die ausgewählten Feuerwehrkräfte eine Praxis- und Theorieprüfung bestehen. Eine Anschaffung, die sich lohnt, im besten Fall aber nie zum Einsatz kommt.